Ist okay, das Übersetzen hier, also das ist, bitte heißt Maxim Goriaci willkommen für zur 34C3, zu seinem Vortrag über die Interna der Intel Management Engine. Ich rede heute über Intel Debug Möglichkeiten. Das ist das zweite Mal, dass ich auf einer Konferenz rede, hintereinander. Das erste Mal habe ich darüber erzählt, über die Debug-Möglichkeiten vom Intel Direct Interface. Und jetzt erzähle ich über die Intel Management Engine. Das ist eine proprietäre Implementierung für von einem industriebekannten Protokoll. Und ich erzähle darüber, wie das benutzt werden kann für Forschung und wie man es in der Praxis benutzen kann. Leider konnte mein Kollege Mark nicht kommen. Ich werde über meine Forschung allein, ich werde über unsere Forschung allein berichten. Und ich glaube, ihr habt Hunger und ich mach's schnell. Unser Management Engine Forschungsteam bei Positive Engine beinhaltet meinen Kollegen Mark Ermolov und mich selbst. Mark Ermolov ist mein Kollege. Und wir fanden diese Verletzlichkeit in der Intel Management Endmanagement, er ist Systemprogrammierer und Ingenieur und ein Reverse Engineer. Dimitri Skladov ist der Reverse Engineer. Hat 11 Versionen dekodiert. Und ihr könnt seine Arbeit auf unseren GitHub-Pages finden. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, das könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Ich werde erzählen, was Intel ME ist, wie es implementiert ist. Und wie man einen JTAG aktivieren kann. Ich werde erzählen im Detail, wie diese Technik funktioniert. Okay. Wie viele Leute wissen, was ME ist? Ich werde es euch erzählen. Die Intel Management Engine ist als Thema sehr beliebt. Es war sehr schlecht dokumentiert, aber es hat viel Zugriff auf die komplette Hardware. Es hat Zugriff auf die Hardware. Es hat die Fähigkeit, alles abzufangen, was man am Computer tut. Zum Beispiel mit einer Tastatur, USB-Geräten. Und andere Busse im Computer. Es hat auch viel zu tun mit vielen Trusted Computing Features der Intel CPUs, wie der TPM. Intel hat das folgende Design für die ME benutzt. Es hat einen 32-Bit Microcontroller als Hauptprozessor. Es hat
Es lässt als Betriebssystem Minix laufen mit einer Java Virtual Machine. Und es wechselwirkt mit CPU, GPUs und allem möglichen Speicher. Viele Technologien sind mit der Hilfe von der Management Engine implementiert, zum Beispiel Active Management Technology. Eine andere Frage: Wie viele Leute hier wissen, was JTAG ist? JTAG steht für Joint Test Action Group und ist beschrieben im IEEE Standard 1149. Es ist im Standard, kann man im Standard finden. Das Papier, es ist auch auf unserem Blog ein Paper erklärt, wo das Design beschrieben wird in feinem Detail. Und Intel hat da die eigenen Funktionen dazugefügt. Intel hat das selbst nicht so gut beschrieben. Und manche Informationen können gefunden werden in Dokumenten und Patenten. Und unser Papier ist hier war auf der Folie da. Und Intel hat das direkte Verbindungsinterface Technologie eingeführt. Die Beschreibung kann man in der Dokumentation finden und in unserer Arbeit kann man die auch finden. Das Diagramm zeigt zwei Arten von Verbindungen. Wenn man ein spezifisches Gerät benutzt oder ein normales USB 3 Kabel benutzt. Das Zielsystem braucht keine spezielle Maschine. Diese Technologie funktioniert direkt ohne weiteres. Man kann dieses JTAG durch USB-3-Ports schicken. Es funktioniert auf Plattformen. Dieses DCI implementiert ein... Es implementiert ein proprietäres Protokoll. Das heißt... Und in diesem Protokoll hat man unabhängige Leitungen, die unabhängige Verbindungen zwischen okay. Und man benutzt die normalen USB 3 USB-Möglichkeiten. Das ist ein spezielles Gerät, das auf dem Host-System beruht und seine Signale durch das Common USB Interface benutzt. Das Interface ist integriert in PCH und funktioniert als normales JTAG. Wenn man das JTAG für MI-Geräte benutzt, dann hat man fast komplette Kontrolle über die Management Engine. Die Frage ist, wie man die MI dann debuggt. Die Frage ist jetzt, was man für Hardware für dieses JTAG-Debugging von der ME braucht. Die erste Frage ist, mit Ja zu beantworten. Es gibt eine spezielle Partition, die heißt UTOG, also Unlock Token, also Entschlüsselungstoken und auf einem Flash-Speicher. Das ist also im ME-Speicher. In dieser Partition. Okay. Und der Partition findet man also verschiedene
Öffnungsmethoden Rot und Orange. DFX bedeutet, ist ein Begriff für Design, für also Entwurf für Herstellbarkeit, Testbarkeit und Debugbarkeit. Und DFX ist benutzt, um Herstellungsfehler zu finden, um Herstellungsfehler bei integrierten Schaltkreisen zu finden. Und normalerweise funktioniert das, beruht das auf Boundary Scan von der normalen Technik. Und Intel erweitert das in eine proprietäre Technologie. Es gibt interne Logik, die also interne Testlogik benutzt. Und die Verbindung zwischen der internen Logik wird mit der DFX-Interface, mit einem DFX-Interface realisiert. Das ist so etwas Ähnliches wie USB. Es gibt so ein spezielles Gerät, das heißt DFX-Aggregator, das die Verbindung zu DFX regeln soll. Es gibt zwei Arten, Orange. Hersteller können JTAG-Debug-Features benutzen, und also diese Partition muss unterzeichnet sein mit einem digitalen Schlüssel vom Hersteller. Noch interessanter ist die rote Veröffnung, das Unlocking. Das gibt vollen Zugriff auf die internen Geräte. Öffnet JTAG für die Memory Engine Core und öffnet JTAG für den ISH-Kern. Intel Management Engine benutzt zwei Geräte für Hardware-Debugging. Also irgendwas, was POP und ROM benutzen das Gerät. Viele Akronyms. Das ist das CSE-Register. Wenn wir wissen bloß, was eins dieser Bits tut. Das ist das Intel, der Intel-Öffnungsmechanismus. Dieser Begriff heißt, dass man die Plattform gefragt hat, den Red Unlock zu machen, die rote Öffnung zu öffnen. Das ist der DFX-Aggregator. Das Personality Register wählt zwischen Rot und Orange Entschlüsselung auf, und das Consent Register bedeutet, dass liest sich ein Bit vom Consent Register ermöglicht das Schreiben von Daten in das DFX Personality Register. Die Öffnung von Rot funktioniert nach diesem Zustandsdiagramm in zwei Schritten. Das Gerät, das BUP heißt, das öffnet eine Partition. Wenn die Partition gefunden wird, dann überprüft das BUP die Signatur der Partition und die Identifizierung der Plattform. Außerdem checkt BUP die Zeit. Das Gerät, was UTOG heißt, hat eine Zeitbegrenzung. Und
danach, wenn das alles okay ist. Dann erlaubt BAP, also das Zugriff auf die UTOG-Partition. Und wenn die Plattform dann nicht schon offen ist, dann setzt BAP das CSE-Zeroing-Register und es setzt die Management Engine zurück. Im ROM passiert Folgendes. Das CSE wird das CSE-Zeroing-Register geprüft, falls das gesetzt ist. Dann wird das Register zurückgesetzt und Consent und Personality werden angeschaltet. Das heißt, da werden Bits gesetzt. Und danach setzt das ROM die Management-End-Schlüssel zurück und aber wenn das bereits aktiv ist, dann wird der Consent Register nicht gesetzt. Wenn man JTAG anschalten möchte, dann braucht man die Management Engine nicht neu starten, falls man in die zweite Branch geht. Wie kann man die Aktivierung, also die rote Aktivierung, also die für alles ohne die Intel-Schlüssel aufmachen? Wir haben eine Vulnerability in BAP-Modul dokumentiert. Man kann hier wird die falsche Größe weitergegeben an den Buffer, so dass man einen Buffer-Overflow hat. Diese Verwundbarkeit haben wir bereits demonstriert. Mithilfe dieser Verwundbarkeit können wir JTAG für die Management Engine aktivieren. Und um die ME zu erforschen und die Interna der ME, ist die rote Öffnung hilfreich. Nach vier einfachen Schritten. Als erstes wird der Herstellermode für das Ziel aktiviert. Dann wird etwas, was DCI-Strap heißt, in einem, im Flash, in der Flash-Beschreibung gesetzt. Dann wird diese Verwundbarkeit benutzt, um das den Wert 3 in das DFX-Personalitätsregister zu schreiben und dann ist dieser rote Mode aktiviert und dann kann man also praktisch die Interna des Geräts erforschen. Was auf der Host-Seite? Da gibt es ein Problem. Das ist das Intel DAL, das ist DFX Abstraction Layer und für dieses Debugging gibt es keine Software, aber das ist ein kleines Problem. Jetzt reden wir über den Software-Teil vom Technology-Stack. Intels Also Intel hat Libraries, die diese ganzen Möglichkeiten des DFX-Software zugänglich macht. Und da werden verschiedene Plattformen, CPU-Architekturen unterstützt. Und verschiedene Debug-Platinen werden unterstützt. Wir wissen, dass DAL die Grundlage ist für alle möglichen Testgeräte, die Intel benutzt, sogar für alle. Es wird also geliefert mit Intel System Studio und es kann heruntergeladen werden ohne NDA. DAL ist fast komplett in C# geschrieben und hat die gleiche Struktur
ganz außen hat es ein Interface, eine Bibliotheksschicht, eine Treiberschicht und eine Transportschicht. Wir haben ein bisschen Dokumentation dazu gefunden in offiziellen Präsentationen. Ihr könnt euch unseren letzten Vortrag anschauen für weitere Details, wie die interne Struktur von diesem Gerät ist. Die Architektur von DAL ist in zwei Teile geteilt, physisch und logisch. Es besteht aus drei Komponenten: JTAG, ETC-Bus und noch ein weiteres. Es präsentiert Funktionalität, die man fürs Debuggen benutzen kann. Das Problem ist, dass die öffentliche Version von dem Programm keine Konfiguration für MI bereitstellt. Aber das hat uns nicht weiter gestört und wir haben eine Lösung gefunden. Wie ich gesagt habe, DAL hat Konfiguration, die ein bisschen anders ist. Wir haben durch Reverse Engineering von der DAL-Bibliothek herausgefunden, dass es ein verschlüsseltes XML-Datei ist. Es wird mit AES verschlüsselt und mit PKBDF 2 mit einem fixen Salt. Hier seht ihr den Salt und den Key. Und damit können wir die Krypto-Konfiguration von DAL ändern. Damit können wir vielleicht auch den Mikrocode der CPU entschlüsseln. Jeder kann mit aufgrund der öffentlichen XML-Files kann jeder Konfigurationsfiles für die Management Engine schreiben. Hier sieht man die interne Struktur von LPCS, von der LPS hier der Kerne. Die CLTAP ist in vier Teile gespalten. Okay, da sind also die verschiedenen Komponenten gezeigt. Wie konfiguriert man also seine eigene, wie macht man seine eigene Konfiguration? Das ist erst in vier Schritte. Als erstes muss man die XML-Files entschlüsseln. Als zweites muss man ans TopoSPT die folgenden Zeilen anhängen. Man muss das Standard-DAL-Ingebung für Management Engine Debugging machen und dann kann man seinen Computer wieder zu seinem persönlichen Computer machen. Und jetzt ist Demo-Time. Momentitschko. Startet einfach eine Version von System Studio und entschlüsseln Files mit der DAL-Konfiguration.
Da werden einfach Zeilen eingefügt. Das ist für die H-Serie von PCH. Das untere ist für die LP-Serie. Das sind die ME, also die Management Engine Kerne, Cores. Das ist, gelingt zwischen ML Core und CLTAP oder sowas. Das ist die Ausführung. Wir laden ein paar Bibliotheken. Wir setzen ein paar Stopppunkte im Programm. Und zwar auf dem Zurücksetzvektor der Management Engine. Wie man hier sehen kann, ist eine JTT-Tabelle mit der aktuellen Ausführungsposition, den Registern, den LDT-Wert. Und jetzt setzen wir die Management Engine zurück. Und jetzt einzeln die Instruktionen auszuführen. Und jetzt schauen wir uns die Segmente an. Mit dem JTT-Wert wieder. Und jetzt eine Demonstration von der Black Hat. Das ist unser Stand. Das ist die Host-Plattform. Wir initialisieren die Einstellungen für die Management Engine, für den Kern der Management Engine. Das ist nicht von mir. Dort sehen wir den Zurücksetzvektor. Wir haben hier zwischen denen eine besondere Verbindung. Eine besondere Verbindung zwischen der Host-CPU und der Management-Engine. Und jetzt lesen wir ein paar der Register von der Management-Engine und setzen den Wert dieses Registers von dem anderen Computer. Wie Magie.
Ich habe auch eine Live-Demonstration. Falls das Internet funktioniert. Momentitschko. Das ist meine Arbeitsmaschine. Aber das Internet ist hier nicht so gut. Es tut mir leid. Vielleicht funktioniert es später. Was wir bisher geschafft haben. Wir mithilfe dieser Verwundbarkeit konnten wir JTAG aktivieren für die Management Engine. Außerdem haben wir den Startcode der Management Engine gelesen und haben eine Möglichkeit gefunden, den Schlüssel der Plattform herauszufinden aus dem Flash-Dateisystem. Was das heißt, ist, dass man entschlüsseln kann, dass man Dateien entschlüsseln und auch integrieren kann in die Dateien der Management Engine, ohne dass die Management Engine etwas davon mitbekommt. Hier sind unsere GitHub-Links für die Research. Und der zweite Link zeigt auf unsere Blogs und hier sind die unsere Literaturen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt Fragen. Wenn irgendjemand eine Frage für Maxim hat, bitte anstellen an den Mikrofonen. 1, 2, 3, 4 auf der einen Seite, 5 bis 8 auf der anderen Seite. Falls ihr das online anschaut, dann gibt es Signalengel, die das abhören. Frage. Du hast erzählt, dass du den ROM gelesen hast. Habt ihr den Dump mit jemand anders verglichen? Ist nicht das Gleiche. Wir haben einen Unterschied gefunden, aber es hängt damit zusammen, dass die Management Engine, der Bypass-Code fängt in Protected Mode, also im beschützten Modus an. Aber das ROM, das startet in einem anderen Modus. Es ist also funktional quasi das Gleiche? Wir haben einen Unterschied in der Kryptographie gefunden, aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Wenn ihr den Saal verlasst, bitte tut das leise. Wir sind noch bei Fragen und Antworten. Danke. Nächste Frage. Mikrofon 5. Ihr habt gesagt, Personality-Register auf rot gesetzt in der Management, das wird das Reset aufbrechen. Muss man das jedes Mal neu setzen oder funktioniert das nach dem Reboot? Man muss es jedes Mal neu machen. Nach dem Reboot ist es wieder weg. Signal Engel, gibt es eine Frage aus dem Internet? Wo ist der USB-Port? Auf der Hauptplatine, auf dem Mainboard. Wo findet man den internen USB-Port auf dem Intel-Board?
USB hat jetzt Zugriff für DFX-Funktionalität. Man braucht den Port nicht physikalisch zu finden. Falls ihr eine Plattform habt mit Skellig, dann gibt es diese Funktion immer auf euren USB-Ports. Wenn natürlich dieser Port direkt ans PCH verbunden ist, wenn das Board mit durch einen anderen Controller verbunden ist, dann kann man da nicht zugreifen. Mikrofon 2. Heißt das, man kann einen beliebigen Schlüssel von der MI extrahieren, zum Beispiel Remote Installation, also ferne Installation? Wir wissen nicht, wie das miteinander zusammenhängt. Wir wissen nicht, wie wir die Schlüssel aus der MI extrahieren oder wie die daraus berechnet werden. Mikrofon 1. Habt ihr irgendwelche Nachrichten von Intel empfangen? Meinen Sie das? Haben wir diese Information mit Intel geteilt? Haben Sie auf irgendeine Art und Weise darauf reagiert? Sie haben gesagt, okay. Nachdem, okay. Nicht viel, außer ein paar Patches. Signalengel, gibt es weitere Fragen aus dem Internet? Wie kann man den JTAG-Zugriff deaktivieren? Soll man die einfach deaktivieren, die ganze MI, oder wie macht man das? Meinen Sie, wie Intel die Funktionalität, die Intel inhibiert? Wie kann Intel das System sichern und wie kann man sein eigenes System sichern? Das ist ein Bug. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ihr habt keine Chance, JTAG anzuschalten für ME, für die Management, falls ihr keinen UTOG habt oder falls eine Verwundbarkeit besteht. JTAG kann man für die Management Engine nur anschalten, wenn mit in Intels BAP-Modul. Wenn es eine Verletzlichkeit in einem anderen Modul gibt, zum Beispiel in EMT, dann geht das nicht. Es ist ein Feature, es ist kein Bug. Man kann DCI im Flash-Descriptor abschalten, um das DCI-Problem zu fixen, das wir letztes Jahr gefunden haben, und das ist dann okay. Mikrofon 4. Eine der früheren, eine eurer Slides hat gesagt, dass es eine JVM darauf gibt. Warum? Es ist langweilig und es ist mit EGX verbunden. Ich weiß keine Details, ich weiß es nicht genau. Mikrofon 5. Auf der letzten Folie hast du die Extraktion von Plattformschlüsseln erwähnt. Sind die genug, um ein Firmware-Update zu signieren, dass du so änderst, dass die Management-Engine das akzeptieren würde? Bitte wiederhol das. Nochmal umformuliert. Das habe ich verstanden.
Die Firmware wird signiert durch einen öffentlichen Schlüssel von Intel. Und ich habe den privaten Schlüssel von Intel nicht. Und dieser Schlüssel ist nicht in die Management Engine eingebaut. Es ist nur der Plattformschlüssel. Und dieser Schlüssel für symmetrische Verschlüsselung und signieren und für signieren von Files im Filesystem. Falls du diesen Schlüssel hast, kannst du nur das Management Engine Filesystem ändern, aber leider kann man das Ausführungsmodul der Schlüssel für das Ausführungsmodul ist in einem anderswo gespeichert. Also es gibt keinen einfachen Weg, das System von der Management Engine zu kastrieren. Kann ich irgendwie nur freie Software auf der ME laufen lassen? Können Sie nochmal die Frage wiederholen, bitte? Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass auf der Management Engine nur freie Software läuft, ohne weitere Proprietäre auf der Flash? Meinst du, wie man das Dateisystem modifizieren kann? Ja, wie man die Firmware ersetzen kann? Nein, das geht nicht, weil wir können keine Änderungen machen. Zwischen der Kette zwischen BAP-Modul und ROM nicht auftrennen. Zwischen Kernel von der Management Engine und dem BAP-Modul weiß ich nicht, wie man die Funktionalität benutzen kann, um die ME zu ändern. Aber man kann spezielles Gerät mit der Detektionsfunktion bauen, mit nach dem Rebooten, mit einem Reset-Vektor, der auf was anderes zeigt, aber das ist unmöglich. Mikrofon 2. Ist es Ihnen irgendwie bewusst, wo die Management Engine geleakt worden ist? Leider ist die ME, der Kernel der Management Engine, ist leider nur auf Minix basiert. Die Intel-Leute haben den Kernel fast komplett neu geschrieben. Man kann jetzt vielleicht reverse-engineeren. Vielleicht kann man Informationen von Intel bekommen. Nach einem Vertraulichkeitserklärung unterschreibt. Mikrofon 8. Wird es jemals möglich, seine eigenen öffentlichen Schlüssel fürs ROM zu benutzen? Meinst du, könnte man eigene öffentliche Schlüssel hinzufügen oder überprüft die Management Engine die öffentlichen Schlüssel? Die Management Engine überprüft nur den Hash des öffentlichen Schlüssels und wir wissen, dass das ROM die ROM-Version der Management Engine wird mit zwei Schlüsseln verschlüsselt und wir haben bloß einen Schlüssel gefunden. Im ROM wird überprüft. Nimmt die SAA-Signatur für des öffentlichen Schlüssels, überprüft, ob die existiert in einer Whitelist, also in einer Liste von zulässigen Schlüsseln.
im ROM sind 8 Hashes hart verschlüsselt. Es gibt also eine Liste zulässiger Schlüssel, eine Whitelist. Und falls deine Schlüssel in dieser Liste sind, dann kann man jede Firma benutzen. Aber diese Liste von Hashes ist in dem nicht ROM. Schreibbaren Speicher im ROM. Was ist der allgemeine Eindruck bezüglich der Sicherheit der Management Engine? Meinst du, wie verwundbar die Verwundbarkeit uns geholfen hat, unser Ding zu tun? Nein, die Frage war, wie verwundbar die MI im Allgemeinen ist. Meinst du in anderen Modulen? Im Allgemeinen, wie gut ist die Sicherheit der Management Engine? Im Allgemeinen ziemlich gut. Wir haben dynamische Analyse drauflaufen lassen. Das war okay. Mikrofon 7. Haben Sie Pläne, bestimmte Pläne der Management Engine zu untersuchen? Ja, natürlich. Natürlich, Intel hat die Version 11 von der Management Engine veröffentlicht und ich weiß Huffman Tabellen. Der nächsten. Und das ist die nächste Runde dieses Spiels ist eröffnet. Gibt es eine weitere Frage bei Mikrofon 7? So, wenn ich dich richtig verstanden habe, das heißt, dass man eine Skylake-CPU und einen USB-3-Port hat, dass man dann Zugriff auf die Management Engine bekommen kann. Genau. Wenn ich solch einen Chip hätte, sollte ich sie gepatcht kriegen. Wie kriegt man das normalerweise? Durch einen Windows-Patch oder ein BIOS-Update? Oder wie funktioniert das? Es gibt Möglichkeiten, das zu benutzen. Wenn man ein SPI-Programmierer hat, kann man das Flash neu beschreiben. Na, wie kann man das? Meinst du, wie man das ausnutzen kann? Nein, die Frage war, wie wird Intel einen Patch für diese Verwundbarkeit verteilen? Es ist immer möglich, dass also die Intel hat nur einen Fehler in der BAP-Funktion veröffentlicht. Forscher können das immer degradieren auf eine frühere Version der Management Engine mit einem SPI-Programmierer. Funktioniert das? Mikrofon 1. In der Demo haben wir die Verbindung zwischen den beiden Maschinen mit einer blauen Box gesehen. Aber es gibt doch noch eine andere Möglichkeit, die Computer mit USB-Kabeln zu verbinden. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das ohne die blaue Box zu machen? Ja, wir haben es probiert. Wir haben nur USB 3 Debug-Kabel benutzt, aber für uns ist es nicht möglich, weil wir und den Zustand von BAP um die Management Engine den Zustand von BAP
herholen müssen, um die Management Engine zu programmieren, aber dazu muss man die Ausführung stoppen. Und deswegen, also wir benutzen die Blue Box, weil das, weil man da nichts stoppen muss. Signal Angel. Plant ihr einen Dump vom Maskenraum zu veröffentlichen? Wenn ich nach Moskau zurückkehre, dann weiß ich mehr. Noch Fragen? Bitte kommen Sie zum Mikrofon. Mit dem ein Applaus für Maxim.